ganz einfach leben und mich am Leben auch erfreuen. Das ergibt sich auch auf vielfache Weise durch meine Verwandten. Freunde sind ja mittlerweile alle weggestorben. Das ist natürlich ein Problem für mich, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist das eine. Das andere ist, dass ich mir wirklich einfach Zeit nehme, Dinge, die mich bewegen, auch mal gründlich zu studieren. Genervt hat mich natürlich immer wieder diese Langsamkeit, dieses bei allem nur Bedenken zu haben. Wenn was Neues kam, dann kamen die ganzen Bedenkenträger aus den Löchern. Ja, nehmen wir jetzt mal konkret die Jugendkirche. Nehmen wir das Kirchenfoyer. Nehmen wir den City-Advent. Das hat alles zunächst keinerlei Zustimmung gefunden. Die Dinge sind alle am Leben geblieben, sind gewachsen. Und nur musste einer ins Wasser springen. Man muss es tun. Ja, über das Amt habe ich mir herzlich wenig Gedanken gemacht. Ich möchte Jesus Christus verkünden als denjenigen, der das Licht ist, auch schon in uns ist, und der es aufleuchten lässt zu unserem Heil. Das war für mich immer die Voraussetzung, dass alle Menschen von Christus erleuchtet werden. Ich bin nicht derjenige, der das Licht hinbringt, sondern ich bin derjenige, der nur diesem vorhandenen Licht dient. Und dann steht er sehr schön und gibt uns die Kraft, deinem Frieden und deiner Gerechtigkeit den Weg zu bereiten. Und wir müssen den Weg bereiten. So verstehe ich mich, so verstehe ich mein Amt, von mir aus dann auch Amt. Aber so eine ganze Amtsdiskussion fange ich in der Regel gar nicht erst an.